vielleicht noch mal zur Einordnung. Wir haben seit gestern keinen neuen Sachstand. Die Untersuchungen, die das Labor gestern sozusagen auch teilweise der Öffentlichkeit präsentiert hat, sind Teil der britischen Ermittlungen. Also das ist jetzt irgendwie kein neuer Zweifel. Es werden doch nicht auch bewusst Nebelkerzen geschmissen, die einen Teil der Ergebnisse von gestern berücksichtigen, nämlich keine eindeutige Bestimmung der Herkunft möglich. Das im Übrigen haben wir das auch vorher schon gesagt. Und die anderen Teile werden ja unter den Teppich gekehrt, wo gesagt wird, es ist Novichok. Es ist klar, das ist ein sehr komplexer chemischer Stoff, der nur von staatlichen Stellen oder wo nur staatlichen Stellen zugetraut wird, diesen zu kontrollieren. Dieser Teil fällt irgendwie auch unter den Teppich. Und Frau Demmer hat es gerade schon gesagt, diese Untersuchungen des Labors waren Teil der Ergebnisse, die die britische Regierung präsentiert hat. Das waren aber nur ein Teil. Es gibt auch weitere Erkenntnisse, die uns zu der Schlussfolgerung geführt haben, die wir ja hier schon oft vorgetragen haben. Und zu OVCW nochmal, auch da habe ich ja letzte Woche zur Stellung genommen, das ist ein Teil des Problems, aber das ist nicht das Ganze. Und im Übrigen möchte ich hinzufügen, dass sich die britische Regierung zu 100% konform mit dem Chemiewaffenübereinkommen verhält. So, kurzer Zusatz, Herr Breul, gibt es noch Restzweifel an der These, dass Russland Urheber dieses Anschlags war? Wie gesagt, wir haben seit gestern keinen neuen Sachstand, sondern was neu ist, ist, dass der Laborleiter da öffentlich Stellung genommen hat. Unsere Analyse bleibt gleich. Großbritannien hat uns sehr detailliert dargelegt, weshalb die Verantwortung Russlands sehr wahrscheinlich ist und es keine plausible alternative Erklärung gibt. Und wir stimmen mit dieser Einschätzung Großbritanniens überein. Sagen, es ist keine eindeutige Herkunft möglich. Das hat ja gestern auch der Bericht der britischen Wissenschaftler ergeben. Die britische Regierung hat sich ja auch schon distanziert von den Ergebnissen. Und wie Sie auch sagen, genau dasselbe. Es gibt dann Geheimdiensterkenntnisse. Von welchen weiteren Erkenntnissen sprechen wir denn da? Was wissen Sie denn noch? Also Herr Jung, auch die Frage ist ein wenig repetitiv. Da haben wir auch schon dargelegt, dass da in erster Linie natürlich die Großbritannien federführend ist, dass es da eine strafrechtliche Ermittlung gibt, Strafverfahren gibt. Die werden auch in Deutschland in der Regel nicht in Pressekonferenzen abgehalten, sondern da ist eine Vertraulichkeit zu wahren, auch im Schutze der Betroffenen. Und es geht natürlich auch um die Gewinnung oder die Analyse von geheimdienstlich erworbenen Erkenntnissen. Und mal ehrlich gesagt, zeigt uns doch dieser Fall, wie wichtig Quellenschutz bei solchen Erkenntnissen ist. Herr Breul, Sie meinen sicherlich Nebelkerzen, nicht unseres kritischen Nachfragen. Aber wir sind alle gebrannte Kinder durch die Präsentation der Vereinigten Staaten im UN-Sicherheitsrat von 2002, wo die angeblich nicht widerlegbaren Beweise für die Existenz von Massenvernichtungsmitteln im Irak präsentiert wurde. Damals hat die Bundesregierung mit einer angemessenen Skepsis reagiert. Und ich möchte einfach wissen, wo sehen Sie die fundamentalen empirischen Unterschiede zwischen dem, was Sie jetzt an Wahrscheinlichkeiten für Skripal finden, gegenüber dem, was 2002 zu Skepsis geführt haben? Wo ist für Sie sozusagen die andere Qualität der vorliegenden Evidenzen und Beweise, dass Sie ohne die OVCW also Untersuchung bereits sagen, Sie sind sich nahezu sicher? Also vielleicht fange ich hinten an. Sie sprechen immer von einer OVCW-Untersuchung. Die OVCW verifiziert in Referenzlaboren das Ergebnis der britischen Ermittlungen. Also nur einmal, damit wir das sozusagen sauber haben. Und dann, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, hier in einen Detailvergleich einzutreten. Aber es scheint mir doch, Herr Henze, offensichtlich zu sein, wo ein gewaltiger Unterschied besteht. Wir haben einen Angriff mitten in Europa. Ein Chemiewaffenangriff mitten in Europa. Das ist doch sozusagen ganz offensichtlich.
Und da zu den Erkenntnissen und zu den Ermittlungen haben wir ausführlich Stellung genommen, soweit wir können. Und ich verstehe und bitte, ich betone es nochmal, natürlich haben Sie das Recht, hier kritisch nachzufragen. Das ist die Aufgabe. Das ist nicht, was ich meinte mit den Nebelkerzen. Mit den Nebelkerzen meine ich eher Äußerungen aus einer Richtung, die sozusagen alle möglichen Fragen aufwerfen und Dinge rauskramen und selektiv Dinge betonen. Und von der Seite würden wir eher erwarten, dass sie sich konstruktiv an der Aufklärung beteiligt und nicht das Gegenteil versucht. Das war mein Punkt. Herr Jung, Herr Gartner. Herr Breul, dass in den letzten Tagen auch durch russische Medien dieses Briefing der britischen Regierung geleakt worden, dieses 6-Seiten-Papier. Ist das das, worauf sich die Bundesregierung beruft, also wonach sie sich angeschlossen haben? Weil wenn man sich das anguckt, da denkt man ja, das kann nicht ihr Ernst sein, dass sie das als Beweisgrundlage oder als irgendeine Grundlage behandeln. Sie sich denken, ist Ihre Sache. Das habe ich hier nicht zu kommentieren. Wir haben dargestellt, dass Großbritannien uns detailliert dargelegt hat, weshalb sie zu der Schlussfolgerung gekommen sind. Und wir haben auch gesagt, dass wir mit dieser Analyse, mit dieser Einschätzung übereinstimmen. Ist ein wenig repetitiv. Großbritannien hat uns sehr detailliert dargelegt, weshalb die Verantwortung Russlands sehr wahrscheinlich ist und es keine plausible alternative Erklärung gibt. Und wir stimmen mit dieser Einschätzung Großbritanniens überein. Wir haben dargestellt, dass Großbritannien uns detailliert dargelegt hat, weshalb sie zu der Schlussfolgerung gekommen sind. Und wir haben auch gesagt, dass wir mit dieser Analyse, mit dieser Einschätzung übereinstimmen. Großbritannien hat uns sehr detailliert dargelegt, weshalb die Verantwortung Russlands sehr wahrscheinlich ist und es keine plausible alternative Erklärung gibt. Und wir stimmen mit dieser Einschätzung Großbritanniens überein. Wir haben dargestellt, dass Großbritannien uns detailliert dargelegt hat, weshalb sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen sind. Und wir haben auch gesagt, dass wir mit dieser Analyse und dieser Einschätzung übereinstimmen. Meistens haben wir unsere Mimik unter Kontrolle. Aber ab und zu, besonders wenn wir unter Stress stehen, entgleitet sie uns. Es sind diese winzigen Abweichungen, die manchmal nur für den Bruchteil einer Sekunde sichtbar sind. Ich wollte beim Tauchen einen weißen Hai beobachten. Diese Augen haben niemals einen weißen Hai gesehen. Ich stehe nackt im 6. Stock des Hotels und meine Zimmertür fällt von außen zu. Achten Sie auf das schiefe Grinsen. Dieser Mann will uns einen Bären aufbinden. Ich habe meine eigene Party verpasst. Und an diesem verlegenen Lippenbiss erkennen Sie, die Dame hat geschwindelt. Ich bitte Sie, alle winzigen Anzeichen, die auf eine Lüge hindeuten, in dem Gesicht des Mannes auszumachen. The examples of microexpressions that you can see in this clip, and we can stop and freeze. Ich kann das Band anhalten und wir können das Bild einfrieren. So können wir ganz genau erkennen, was Sie normalerweise sehen. The sorts of things you're looking for. Should we do it? Yes. Alles klar. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. Okay. That's my Lindsay. First reactions. Ich habe ein paar winzige Bewegungen in seinem Gesicht gesehen, die ihn verraten haben. Okay, let's take it from the top. Fangen wir vorne an. Sie sagen, wenn Ihnen etwas auffällt. Okay, stop right there. Hier ist schon etwas. Er hat diesen Ich-bin-ein-böser-Junge-Blick.
Er sieht eher amüsiert aus. Er macht nicht den Eindruck, als würde er die Sache wirklich ernst meinen. Gucken wir mal weiter. Was fällt Ihnen noch auf? Halt, hier grinst er doch tatsächlich. Das ist nicht gerade ein angemessener Gesichtsausdruck in dieser Situation. Er wendet sich in diesem Moment schließlich an die Öffentlichkeit. Würden Sie sagen, ihm entgleiten hier die Gesichtszüge? Auf jeden Fall. Er versucht, eine Fassade aufzubauen, hinter der er nicht steht. Er weiß die ganze Zeit, dass er lügt. Er sagt nicht die Wahrheit. Was Sie sich denken, ist Ihre Sache. Das habe ich hier nicht zu kommentieren. Wir haben dargestellt, dass Großbritannien uns detailliert dargelegt hat, weshalb sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen sind. Und wir haben auch gesagt, dass wir mit dieser Analyse, mit dieser Einschätzung übereinstimmen. Was Sie sich denken, ist Ihre Sache. Das habe ich hier nicht zu kommentieren. Hier grinst er doch tatsächlich. Das ist nicht gerade ein angemessener Gesichtsausdruck in dieser Situation. Er wendet sich in diesem Moment schließlich an die Öffentlichkeit. Würden Sie sagen, ihm entgleiten hier die Gesichtszüge? Auf jeden Fall. Er versucht, eine Fassade aufzubauen, hinter der er nicht steht. Er weiß die ganze Zeit, dass er lügt. Er sagt nicht die Wahrheit. Dargelegt, weshalb die Verantwortung Russlands sehr wahrscheinlich ist und es keine plausible alternative Erklärung gibt. Und wir stimmen mit dieser Einschätzung Großbritanniens überein. Wir haben dargestellt, dass Großbritannien uns detailliert dargelegt hat, weshalb sie zu der Schlussfolgerung gekommen sind. Und wir haben auch gesagt, dass wir mit dieser Analyse und dieser Einschätzung übereinstimmen. Da kam jemand? Ja, zwei große Ungeheuer mit grünen Augen. Was ist das? Ungeheuer? Hattest du keine Furcht? Nein, Fee, sie steckt mich in einen Sack. Ist das denn auch wahr? Und wo war Jiminy? Jiminy? Psst, halt mich aus der Sache raus. Der musste in einen kleinen Sack. Ach nein. Doch. Und wie seid ihr wieder rausgekommen? Ich bin nicht. Da hat uns einer rausgeholt. Hup. Oh, sieh nur, meine Nase. Warum ist die so lang? Vielleicht hast du mir nicht die Wahrheit gesagt. Vielleicht. Alles ist wahr. Jedes einzelne Wort. Oh, bitte hilf mir, wie mir das leid tut. Siehst du, Pinocchio, eine Lüge wächst immer weiter, bis sie so groß ist wie die Nase in deinem Gesicht. Sie hat recht, Pinocchio. Sag lieber die Wahrheit. Bitte, euer Gnaden. Ich meine, liebe Fee, gib ihm noch eine Chance. Mir zuliebe? Ja. Also gut, diesmal noch. Aber vergiss nicht, wer lügt und möchte noch stolz sein, der könnte ebenso gut aus Holz sein. Kleine Puppe aus Pinienholz, wach auf! Ich möchte, dass du lebendig wirst. Bin ich denn ein richtiger Junge? Nein, Pinocchio. Ob Geppettos Wunsch Wirklichkeit wird, hängt allein von dir ab. Warum von mir? Erweise dich als tapfer, aufrichtig und selbstlos. Dann wirst du eines Tages ein richtiger Junge sein. Ein richtiger Junge? Gucken aufs Holz, halt den Schritt. Keine Rekords, das meiste sich in die Nase fassen. In 30 Sekunden. Okay, Zeit läuft. Nase. Eins. Nase. Zwei. Nase. Drei. Nase. Vier. Nase. 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 Fünf. Nase. Sechs. Volle Nase. Sieben. Nase. Acht. Nase. Neun. Nase. Zehn. Nase. Elf. Zwölf. Nase. 13. Nase. Nase. Volle Nase. 14. 15. Volle Nase. 15. 15 Mal hat sich Elvis an die eigene Nase gepackt in 30 Sekunden.